In Ankara begrüße ich meinen Kollegen Jörg Brase. Guten Abend. Schönen guten Abend. Erdogan hat etwas mehr Stimmen, aber keine absolute Mehrheit. In zwei Wochen ist also Stichwahl. Wie geht dieser Wahlkampf jetzt weiter? Also man muss, glaube ich, sehen, dass wir eine Nation hier haben, die jetzt nach diesem intensiven Wahlkampf müde ist und die sich jetzt darauf einstellt, dass es im Prinzip so weitergeht, wie wir es in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Die Parteien werden sich jetzt überlegen, wie sie sich taktisch aufstellen, welche Strategie sie wählen, um eben diese zwei Wochen zu nutzen, um ihre Wähler noch mal zu mobilisieren. Denn darauf wird es jetzt ankommen. Meine Vermutung wäre, dass es die Regierungsseite, dass es Präsident Erdogan etwas leichter fallen dürfte, das zu tun. Man muss sehen, mit welchen Argumenten er da jetzt vorgeht. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass eins seiner Hauptargumente sein wird, dass die Türkei Sicherheit und Stabilität braucht. Seine Koalition, seine Bündnispartner und seine AK-Partei haben ja die parlamentarische Mehrheit errungen. Und wenn jetzt Kılıçdaroğlu die Wahl gewinnen würde und als Präsident regiert, müsste er das gegen das Parlament tun. Er müsste mit Präsidialdekreten gegen das Parlament regieren. Da wird Präsident Erdogan sicher darauf hinweisen, dass eben auch das Präsidentenamt in seiner Hand bleiben müsste, um dann gemeinsam mit dem Parlament eben für Sicherheit zu sorgen. So werden die Parteien sich jetzt eben genau die Strategien überlegen, mit denen sie dann in die zwei Wochen in einen weiteren Wahlkampf ziehen werden. Was glauben Sie, wie sehr wird sich der Wettkampf der beiden Kandidaten zuspitzen? Also Präsident Erdogan hat ja in dem vergangenen Wahlkampf gerade dadurch gepunktet, zum einen natürlich, indem er seine Medienmacht eingesetzt hat und auf allen Kanälen gegen seine Herausforderer oder seine Herausforderer dann argumentiert hat. Und er wird natürlich versuchen, genau diese Werte noch mal anzusprechen, von denen er glaubt, dass sein Gegenkandidat Kılıçdaroğlu diese eben nicht vertritt. Da geht es zum einen natürlich um das Thema Religion, aber vor allem auch um die Zusammenarbeit mit der HDP, um die Unterstützung, die die HDP ihm hat zukommen lassen oder auch versprochen hat und was er ja immer gegeißelt hat als Paktieren mit dem Terrorismus. Also wir müssen schon davon ausgehen, dass es wieder schmutzig wird, dass es ein harter Wahlkampf wird, bei dem Präsident Erdogan versuchen wird, eben seinen Gegner Kılıçdaroğlu eben in diese Ecke wieder zu stellen. Was glauben Sie, wen werden die ausgeschiedenen Kandidaten empfehlen? Auch darauf kommt es ja an. Ja, man muss sehen, dass Muharrem İnce, der sich ja vorher bereits zurückgezogen hatte, der wurde bereits umworben von Kemal Kılıçdaroğlu, ist ja auch ein Abtrünniger der CHP, der sich im Streit mit Kılıçdaroğlu damals gelöst hatte, ausgetreten ist, seine eigene Partei gegründet hat und dann unter dem großen Druck, der sich aufgebaut hatte, dann im Wahlkampf zurückgezogen hat. Da wird's nicht viele Stimmen, da werden nicht viele Stimmen zu holen sein von seiner Seite. Man kann sich vorstellen, dass er vermutlich dann eher dem Oppositionsbündnis zuneigen würde. Interessanter ist es jetzt natürlich, was Sinan Oğan macht von dem ultranationalistischen Bündnis, der immerhin über 5% der Stimmen geholt hat. Wir wissen, dass es natürlich gestern bereits auch erste Gespräche gegeben hat. Sowohl Präsident Erdogan als auch Kemal Kılıçdaroğlu haben Oğan angerufen. Und jetzt wird man sehen müssen, welche Angebote Oğan gemacht werden, um seinen Unterstützern dann eine entsprechende Wahlempfehlung zu geben. Auf der einen Seite ist es natürlich ein ultranationalistisches Bündnis, wo man vermuten könnte, dass man politisch vielleicht eher dem Erdogan-Lager zuneigt. Auf der anderen Seite wurde Oğan damals von der ultranationalistischen MAP, dem Bündnispartner Erdogans, geschasst. Insofern kann man davon ausgehen, dass da auch noch Rechnungen offen sind. Es gibt bestimmte inhaltliche Punkte, die für Oğan sehr wichtig sind. Das ist zum einen die Flüchtlingspolitik. Ähnlich wie die Opposition möchte er die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge am liebsten morgen nach Hause schicken. Auf der anderen Seite geht es ihm aber eben auch um den Kampf gegen Terrorismus. Und das ist eben eins der Hauptargumente im Wahlkampf gegen Kemal Kılıçdaroğlu gewesen. Also es gibt Argumente für beide Seiten. Jetzt muss man sehen, wer in den Hintergrundgesprächen hinter verschlossenen Türen eben die besseren Angebote macht.
Noch als kurze letzte Frage. Sie haben vorhin die Religion kurz erwähnt. Welchen Stellenwert hat die Religion in diesem Wahlkampf? Erdogan war am vorletzten Tag des Wahlkampfs ja noch in der Hagia Sophia. In Deutschland kann man sich den Einfluss der Religion schwer vorstellen. Aber wie hoch ist er? Also für weite Teile der Bevölkerung in der Türkei spielt Religion eine sehr große Rolle, ist identitätsstiftend. Die Türkei ist ein muslimisches Land und insofern betrachten sehr viele Menschen in der Türkei auch Erdogan als einen Politiker, der ihre Religion wieder hoffähig gemacht hat, wenn man so will. Denn unter dem Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, der eine laizistische Türkei gründete, was zum Beispiel nicht erlaubt, in öffentlichen Gebäuden, in Universitäten und Schulen Kopftuch zu tragen. Das hat Präsident Erdogan geändert. Insofern verehren ihn noch viele dafür, dass er ihre Religion da wieder gestärkt hat. Und wir haben auch gesprochen mit einigen sehr religiösen, konservativen Gruppen, die sagten uns, dass sie Angst davor hätten, dass ein Kandidat wie Kemal Kılıçdaroğlu von der kemalistischen CHP so etwas wie einen autoritären Laizismus wieder einführen könnte, die Angst davor hatten, dass das Rad da wieder zurückgedreht wird. Das ist ein sehr starkes Argument in diesem Wahlkampf auch gewesen, was viele, glaube ich, davon abgehalten hat, letztlich auch das Oppositionsbündnis zu wählen. Jörg Brase, vielen Dank für Ihre Informationen. Vielen Dank nach Ankara.